Gentlemen, Boys and Girls, heute gibt's Basic Hautpflegetipps für Anfänger. Falls du an dieser Stelle schon jemanden kennst, der im Punkto Hautpflege einfach so ein bisschen Nachhilfe benötigt, dann teile lieben gerne dieses Video für ihn, mit ihm. Grundsätzlich gibt es heute ein paar Hautpflegetipps für Anfänger, die man auf jeden Fall beachten sollte und im Hinterkopf haben sollte, wenn man für seine Haut einfach ein bisschen mehr machen möchte. Denn ich weiß, wie die meisten Männer sind. Die meisten Männer klatschen sich nämlich einfach nur Wasser durchs Gesicht und damit ist die Hautpflege durch. Und das machen wir nicht. Punkt Nummer 1. Benutzt ein Facial Cleanser bzw. ein Gesichtsreinigungsprodukt, um euer Gesicht passend zu reinigen. Und das bitte morgens als auch abends. Denn ihr wollt natürlich, dass der Dreck und die Öle von eurer Haut runterkommen, die sich zum Beispiel tagsüber einfach auf der Haut ansammeln. Und die meisten Männer machen einfach Folgendes. Die nehmen einfach ihre Handseife, ja, benutzen die Handseife und waschen damit ihr Gesicht. Macht das bitte nicht. Denn die Handseife ist halt für eure Hände da. Und ein Facial Cleanser, wie der Name schon sagt, ist für euer Gesicht. Und dementsprechend solltet ihr auch mit einem passenden Reinigungsprodukt für euer Gesicht entsprechend reinigen. Und im Optimalfall benutzt ihr zur Reinigung auch noch eine passende elektronische Gesichtsreinigungsbürste, damit ihr eure Haut wirklich bis in die letzte Pore vernünftig und gründlich reinigt. Und passende Produkte verlinke ich euch wie immer logischerweise auch hier unten in der Infobox. Punkt Nummer 2. Es gibt unterschiedliche Hautpartien und unterschiedliche Hautpartien benötigen unterschiedliche Pflege. Was meine ich damit? Fass zum Beispiel einfach mal auf deine Stirn. Und jetzt fasst du einfach mal die Haut unter deinen Augen an. Und was merkst du? Die Haut unter deinen Augen ist viel, viel dünner, viel weicher und ist dementsprechend auch viel anfälliger. Das ist auch die Region, wo du zum Beispiel als erstes Falten bekommst, wenn du etwas älter wirst. Bedeutet, die Haut unter den Augen benötigt eine andere Pflege als die Haut auf der Stirn. Deshalb solltest du dementsprechend unterscheiden zwischen einer Gesichtscreme, die du in deinem Gesicht verwendest, und einem Augengel, was du zum Beispiel nur unter deinen Augen verwendest. Punkt Nummer 3. Wenn ihr schichtet, dann schichtet bitte von dünn nach dick. Was bedeutet das? Ich erkläre es ganz kurz. Wenn ihr zum Beispiel zwei Pflegeprodukte verwendet für eure Haut, zum Beispiel ein Serum und eine Creme, dann benutzt ihr erst das Serum und dann die Creme. Warum? Das Serum ist von der Konsistenz her viel dünnflüssiger als die Creme. Dementsprechend erst das Serum benutzen, dann die Creme. Auch wenn ihr zum Beispiel mehrere Produkte als zwei verwendet, zum Beispiel drei Produkte, auch hier immer von dünn nach dick schichten. Und kleine Randnotiz noch, wenn ihr schichtet und mehrere Produkte, Hautpflegeprodukte verwendet, dann bitte erst abwarten, bis das erste Produkt eingezogen ist und dann das zweite Produkt auftragen, weil es macht keinen Sinn, wenn ihr alles übereinander klatscht, sondern erst das Serum zum Beispiel auftragen, warten, bis es eingezogen ist und dann die Gesichtscreme verwenden. Punkt Nummer 4. Ihr solltet auf jeden Fall im Hinterkopf haben, dass es unterschiedliche Hauttypen gibt. Fettige Haut, trockene Haut, Mischhaut etc. etc. Und darauf basierend wählt ihr logischerweise auch eure Hautpflegeprodukte aus. Wenn du nicht weißt, welchen Hauttypen du hast, dann check auf jeden Fall mal dieses Video hier ab. Ich habe dazu mal ein Video gemacht, wie man herausfinden kann, welchen Hauttypen man hat. Und wenn du das dann weißt, dann solltest du darauf basierend deine Hautpflegeprodukte auswählen. Heißt, wenn dein Mannschaftskollege in der Fußballkabine, der neben dir sitzt, ein bestimmtes Produkt verwendet und das gut für ihn ist, heißt das nicht, dass es auch gut für dich ist. Kapische? Punkt Nummer 5. Was viele Männer, auch nicht nur Männer, sondern auch Frauen, einfach vergessen, dass UV-Schutz unfucking fassbar wichtig ist. Und dementsprechend sollten wir uns vor UV-Licht schützen. Dementsprechend solltest du entweder eine Creme benutzen, die schon UV-Schutz inne hat, oder einfach zusätzlich zu deiner ganz normalen Creme noch vielleicht einen Sonnenschutz verwenden. Weil du möchtest ja lange jung und fresh aussehen, ja, und damit der Alterungsprozess deiner Haut relativ spät einsetzt, solltest du dich auf jeden Fall vor der Sonne schützen. Auch im Winter, denn auch im Winter scheint die Sonne, ja, Leute, dran denken. Leute, ich weiß, dass wir Männer in puncto Hautpflege nicht ganz so bewandert sind. Aus dem Grund teilt dieses Video liebend gerne mit allen euren Homeboys, mit euren männlichen Kollegen, denn ich möchte, dass ihr solange es geht young, wild und fresh aussieht und eure Haut solange es geht und so gut es geht gepflegt wird. Also Leute, viel Spaß bei eurer Hautpflege, macht's gut, bis zum nächsten Mal.